Hallo. Heute komme ich zu Ihnen höchstpersönlich mit dem neuen Update. Scheidung mit einem Narzissten. Es ist sehr, sehr schwierig. Ein Narzisst lässt Sie nicht los. Wenn Sie Glück haben und Ihr Narzisst eine neue Beziehung hat, dann ist er damit beschäftigt. Nur, es ist leider so, dass für verdeckten, bösartigen Narzissten einen Partner zu haben, zu bekommen, auf Dauer, ist unwahrscheinlich schwierig. Und ist, je älter ein Narzisst ist, desto schwieriger wird es. Und so hat mein Ex, noch nicht ganz Ex, versucht, mehrere Frauen hinzukriegen oder irgendwie sich um mehrere Frauen zu bewerben. Wahrscheinlich ist ihm das immer noch nicht gelungen, dass eine Frau auf Dauer eine Beziehung mit ihm eingehen möchte. Und so lässt er mich nicht in Ruhe. Also man muss sich vorstellen, heute ist eine Geschichte, die Zeit der Geschichte, die ich Ihnen persönlich erzähle. Seit 2,5 Jahren leben wir getrennt. Das bedeutet, am 4. April 2018 bin ich ausgezogen. Vor 2 Wochen kommt eine neue Klage. Mein Mann verklagt mich. Und zwar, er möchte Geld von mir. Und die Geschichte geht folgendermaßen vor. In dem Jahr der Trennung, in 2017, sind wir im Urlaub gewesen, und zwar zweimal. Und obwohl mein Mann, mein zukünftiger Ex-Mann, auf irgendeine Art und Weise immer wieder Schulden gemacht hat. Entweder hat er den zweiten Autounfall oder seine Rechtsschutzversicherung, die Beiträge haben sich erhöht, weil er die Versicherung immer in Anspruch nimmt, oder seine Tochter verklagt ihn auf Unterhalt, oder er muss Steuernachzahlung für 4 Jahre rückwärts leisten. Also auf irgendeine Art und Weise geriet er ständig in die Schulden. Und wo ich sagte, okay, vielleicht kann man in einem Jahr nicht verreisen. Vielleicht muss man nicht verreisen, wenn man Schulden hat. Und so kann man Schulden langsam abbauen. Nein, trotzdem wollte er unbedingt verreisen. Er hat ja auch einen langen Urlaub. Sein Arbeitgeber gibt ihm 6 Wochen Urlaub. Plus Feiertage, plus Brückentage, plus alles Mögliche, was so in Deutschland frei an Arbeitstagen ist. Also der hat wirklich sehr viel Zeit und er wollte unbedingt verreisen. Und in diesem Jahr 2017 waren wir auf Kanaren und auf Sizilien. Und da, wo er permanenten Minus auf seinem Konto hat, hat er mich richtig unter Druck gesetzt, ich soll ihm das Geld von meinem Konto überweisen. Und ich arbeite auf Honorar, ich kriege nicht regelmäßig mein Gehalt. Und so hat er tagtäglich, aber wirklich tagtäglich nachgefragt, ob ich mein Honorar erhalten habe, ob habe ich für ihn das Geld schon überwiesen, hat er schon das Geld auf dem Konto, kann er schon, also der hat wirklich jeden Tag darum gehakt, dass ich auf sein Konto das Geld überweise. Also es ist so, dass ich an ihn das Geld überwiesen habe. Wir waren 2-mal im Urlaub und er hat mir versichert, dass er mir das Geld zurückzahlt. Wenn ich jetzt sage, 1400 Euro, klingt das nicht viel. Nur wenn man auch nicht sehr viel verdient, ist das dann auch ein sehr spürbarer Betrag.
Wir kamen aus dem Urlaub am Ende August und im November hat er mir mitgeteilt, dass er eine neue Freundin hat und diese Freundin drei Kinder hat und er sein Geld dafür braucht. Also, von mir möchte er nichts mehr wissen und ich soll noch vor Weihnachten ausziehen. Ich muss sagen, also das ist ein verdeckter, bösartiger Narzisst, der alles berechnet, der jedes Wort, das er sagt, alles, was er macht und tut, er berechnet das. Er weiß ganz genau, er plant auch im Voraus. Und ich muss ja gestehen, ich habe schon Verdacht gehabt, einige Monate davor, dass er irgendwo hingeht und irgendwo, vor allem, ich hatte das Gefühl, dass er über mich redet, weil er sich dann jedes Mal, der hat sich schuldig gefühlt, der ist nach Hause gekommen und erzählt, dass ich die beste Frau auf der Welt wäre und dabei, also ich sah, etwas stimmt nicht. Und abgesehen davon die Zeiten, wenn man Brötchen kaufen geht und das 10 Minuten dauern sollte, man kommt aber zurück in 2 Stunden, dann weiß man, etwas stimmt nicht. Also allerdings habe ich trotzdem nicht damit gerechnet, dass er das offiziell macht. Und doch hat er das gemacht. Und so bin ich geblieben. Ohne Geld. Der hat natürlich sofort für mich alle seine Konten gesperrt. Das Geld praktisch vor wenigen Wochen, das ich bekommen habe, habe ich an ihn überwiesen, mit dem Gedanken, dass er mir das Geld zurückzahlt. Und so saß ich mit 300 Euro, halbes Jahr lang. Halbes Jahr lang, bis endlich mal Gerichtsverfahren stattfand und einstweilige Verfügung verordnet wurde. Diesen Betrag, dass mein zukünftiger Ex-Mann von mir geliehen hat, hatte mir im Laufe diesen 2,5 Jahren zurückbezahlt. Und zwar, der hat einen Dauerauftrag eingerichtet. Ja, und so hat er bis Ende 2019 diese 60 Euro monatlich an mich überwiesen. Vor 2 Wochen, August 2020, kommt auf mich 6., 7. oder 8. Klage zu. Der verklagt mich wegen dem Geld, das er an mich überwiesen hat, monatlich. Der möchte das Geld zurückhaben. Und zwar, da wurden 2 Monate mehr. Das heißt, der möchte nicht 1400, was er an mich eigentlich zurückzahlen wollte, sollte, versprochen hat, musste, sondern der möchte 1560 oder so in dem Dreh. Das heißt, der hat eigentlich seine Schulden bei mir mit 160 Euro überbezahlt. Aber 160 Euro möchte er nicht, er möchte 1560. Das darf man erwarten, wenn man mit einem verdeckten, bösartigen Narzissten zusammen war. Ob sie mit ihm verheiratet waren oder nicht. Die Sache ist die. In Deutsch. Ich gehe zu einem Anwalt und ich möchte einen Menschen verklagen. Ob das Blödsinn ist, ob das einen Rechtsstand hat, ob das vollkommen idiotisch wäre, das spielt keine Rolle. Solange ich dem Anwalt sein Honorar bezahle. Und in diesem Fall bezahlt die Rechtsschutzversicherung. Dann macht der Anwalt alles, was ich von ihm verlange. Ob das peinlich ist, ich denke immer, ist seinem Anwalt das Ganze nicht peinlich? Nein, das ist es nicht, weil es geht ja immer ums Geld. Solange sein Anwalt Geld bekommt von ihm oder von seiner Versicherung, spielt es gar keine Rolle, ob seine Klage
überhaupt gerecht ist oder vollkommener Blödsinn ist. Sein Anwalt reicht die Klage ein, und zwar beim Gericht. Also, der Inhalt jetzt der Klage ist, dass ein erwachsener Mann, ein erwachsener Mensch, hat 26 Monate lang monatlich an mich bewusst und freiwillig das Geld überwiesen, mit der Absicht, mich um dieses Geld zu verklagen. Und das müssen Sie wissen, das kommt auf Sie auch zu, in irgendeiner Form, in einer Form oder einer anderen Form. Ich muss dazu sagen, er wird etwas empfinden, erfinden, er wird etwas erfinden und Sie deswegen verklagen. Und sein Anwalt wird das mitmachen, genauso wie hier. Also wie kann man, für mich, also ich bin keine Anwältin, ich bin keine Notarin und keine Richterin. Für mich ist das, kommt nicht zusammen. Ich kann das nicht begreifen. Wenn ein erwachsener Mann, ein erwachsener Mensch, an einen anderen Mensch, an einen anderen Menschen monatlich 2,5 Jahre lang das Geld überweist, dass er, also er schreibt, dass ich, obwohl ich kein Zugriff auf seinen Konten hatte, dass ich diesen Dauerauftrag eingerichtet habe. Und zwar nachdem wir uns getrennt haben. Das ist lächerlich. Und für mich es ist absolut unbegreiflich und nicht logisch. Und mein Gehirn fasst das nicht zusammen, dass ein erwachsener Mensch 26 Monate lang das Geld an eine Person überweist und dann diese Person verklagt um dieses Geld. Das kommt bei mir im Gehirn nicht zusammen. Und doch gibt es eine Klage, gibt es ein Gerichtsverfahren, Gerichtskosten, Anwaltskosten, Stress, Nerven und alles, was dazu gehört. Also, so etwas haben Sie zu erwarten, wenn Sie mit einem bösartigen Narzissten zusammen sind. Und die heißen Vulnerable Narcissist, also das heißt schwache Narzissten, verdeckte Narzissten heißt das auf Deutsch. Die sehen auch schwach aus. Die erkennt man. Die sieht man in der Menschenmenge. Man sieht, er hat kein Selbstbewusstsein. Er tritt nicht bewusst auf. Der geht und hat seine Hände in den Hosentaschen. Oder er guckt immer nach unten. Er hebt seinen Kopf nicht hoch. Solche Menschen sieht man in der Menschenmenge. Und wenn Sie mit so einem zu tun haben, laufen Sie. Laufen Sie davon weg. Brechen Sie den Kontakt ab, denn Sie werden leiden. Das ist nicht zu vermeiden. Das ist nicht zu umgehen. Ich habe auch gedacht, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, dass ich intelligent bin und ich stark genug bin, dass ich habe gesehen, dass er sehr viele Ängste hatte, als ich ihn geheiratet habe. Und ich dachte, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Stärke und mit meiner Freude am Leben werde ich seine Ängste heilen können. Ich wusste leider nicht, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist. Sprich, eine Krankheit, die man nicht mit nichts, mit gar nichts heilen kann und wogegen man nicht ankämpfen kann. Sie werden leiden. Und dieser Narzisst, ob das offener oder verdeckter Narzisst ist, er wird ihr leiden wollen. Denn da fühlt er sich stark und sicher. Wenn sie leiden, wenn sie schwach und verunsichert sind, da fühlt er sich stark und gut. Und der hat viele Tricks auf Lage, viele Strategien, wie er das von ihnen bekommt, dass sie sich schwach und verunsichert fühlen. Sie werden leiden. Deswegen, sobald sie das erkennen, laufen sie.
brechen sie den Kontakt ab. Also das ist, wie gesagt, das ist eine schon siebte, sechste, ich weiß nicht, wie viele Verfahren jetzt momentan immer noch laufen. Ein Verfahren war, der hat mich verklagt, er wollte 8 Gegenstände von mir. Und zwar mein Computer, der schon 10 Jahre alt war, ein Fernsehgerät, der 9 Jahre alt war und 40 Euro auf dem Markt als Gebrauchtgegenstand zu kaufen war, der wollte unbedingt mein Bügelbrett haben, der wollte Wäscheständer haben, der wollte Spiegel haben. Die meisten Gegenstände davon hat er bekommen. In Deutschland funktioniert es folgendermaßen. Wenn ich einen Menschen verklagen möchte, solange ich eine Rechtsschutzversicherung habe oder selbst das Honorar des Anwalts bezahlen kann oder will, kann ich kommen und sagen, okay, verklag meinen Nachbarn, weil ich von ihm die Schuhe, die ich ihm vor 10 Jahren geschenkt habe, zurückhaben möchte. Also, ob das Blödsinn echt ist oder nicht, ob das tatsächlich gerecht oder sinnvoll ist, einen Menschen deswegen zu verklagen, ist in diesem Fall dem Anwalt absolut egal. Solange ich dem sein Honorar bezahle, macht er alles, was ich von ihm verlange. Für den Gegner, für die gegnerische Partei bedeutet das Stress, Ärger, Kosten, sinnlose Kosten. Ja, und das erwarten Sie bitte von einem bösartigen, verdeckten Narzissten. In Deutschland funktioniert das System so, dass sobald Sie einen Vergleich abschließen, beim Gerichtsverfahren nicht der Richter die Entscheidung ausspricht, sondern Sie einen Vergleich abschließen, kriegen beide Anwälte mehr Geld. Und Anwälte deswegen versuchen immer einen Vergleich zu organisieren, damit sie mehr verdienen. In diesem Fall, ihre Interessen sind beiden Anwälten egal. Ja, ein Vergleich bedeutet für sie mehr Geld. Deswegen, selbst wenn wenn die Entscheidung oder dieser Vergleich zu ihrem Nachteil fällt, ihrem Anwalt ist das vollkommen egal. Denn an dieser Stelle hat er mehr Geld verdient. Ein offener Narzisst wird sie schnell in Ruhe lassen. Ein offener Narzisst ist wirklich, also im Vergleich, das ist wie ein Geschenk. Weil offener Narzisst geht sofort weiter, der lebt sofort weiter. Ein offener Narzisst denkt nicht mal an sie, wenn er sie verlässt. Wenn er sie verlässt. Okay? Das ist einfach ein sehr schwerwiegender Punkt. Wenn er so weit ist, dass er sie verlassen hat, dann wird er sie in Ruhe lassen. Ja, ein verdeckter, bösartiger Narzisst, der wird sie jahrelang nicht in Ruhe lassen. Und zwar, also wenn ich jetzt das erzähle, wenn Sie Fragen stellen möchten, warum ich ihn geheiratet habe, bitte fragen Sie mich nicht, weil diese Frage ich nicht beantworten kann oder nicht beantworten möchte. Ich kann einfach sagen, dass ich dumm war. Ich war dumm, ich war wahrscheinlich verunsichert, ich war knapp über 40 und ich fühlte mich alt, ich wollte nicht alleine sein, ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich nichts gesehen habe. Das ist der Unterschied. Ein offener Narzisst wird vor Ihnen sein wahres Gesicht eine ziemlich lange Zeit verstecken können. Dagegen ein verdeckter Narzisst, der kann sein Gesicht gar nicht verstecken. Der wird in den ersten Wochen Ihnen schon sein wahres Gesicht zeigen. Das heißt, seine Wutausbrüche wird er nicht verstecken können. Oder seine Vorwürfe, dass er kennt Sie seit 2 Wochen und trotzdem kommt er zu Ihnen mit dem Vorwurf, dass Sie ihn betrogen haben. Das wird er nicht verstecken können. Sie werden auch sehen,
wie er mit den anderen Menschen umgeht. Und zwar, also mein zukünftiger Ex, der hatte zwei Töchter. Ich habe gesehen, wie er mit seinen Töchtern umgegangen war. Also wenn Sie jetzt fragen, warum ich ihn trotzdem geheiratet habe, das ist äußerst peinlich für mich. Und dumm bis zum geht nicht mehr. Deswegen ist das heute sehr wertvoll, dass viele von uns, viele Leute, die eine narzisstische Beziehung überlebt haben oder hinter sich gebracht haben, mit der Erfahrung vortreten und uns ihre Geschichten erzählen. Wir lernen daraus und hoffentlich hilft meine Geschichte einem oder dem anderen, so eine Beziehung gar nicht einzugehen. Ja, das war alles für heute, was ich ansprechen wollte. Ein wenig Update, wie die Scheidung verläuft, wie man sich von einem verdeckten Narzissten trennt und was man zu erwarten hat. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Genießen Sie den Sommer. Genießen Sie den Sommer, die Sonne und auch die Hitze, solange wie wir noch den Sommer haben. Denn im Winter werden wir die Sonne vermissen, wir werden gutes Wetter vermissen und wir werden auch die Hitze vermissen. Also genießen Sie den Tag, genießen Sie den Sommer, genießen Sie alles, was Sie tun und leben Sie, wenn Sie jetzt noch in so einer Beziehung sind, leben Sie einen Tag nach dem anderen. Planen Sie nicht Ihre Zukunft, denn das wird leider nicht funktionieren. Ich wünsche allen nur das Beste, alles Liebe, bye bye.